Wo stehst du beruflich und was kannst du ändern? Wenn du ein Mensch bist, der auf einer Stelle stehen bleiben möchte, dann ändere nicht. Wenn du aber ein Mensch bist, der vorwärts gehen möchte und nicht rückwärts, dann ändere etwas. Möchtest du, ich sage es mal, ich bin jetzt mal immer noch beim Kassierer oder bei der Kassiererin, und möchtest zum Beispiel ins Büro oder an die Information oder einfach mal weiter in die Annahmelagerist Bereich rein. Dann musst du was ändern. Zum Beispiel die Programme lernen, mehr Kundenkontakt, also mehr positiven Kundenkontakt ausüben, dich irgendwie aufdrängen, zum Beispiel für die Informationen und sagen, ja, ich möchte da ein bisschen helfen, weil ich möchte irgendwann mal aus der Kasse raus, weil ich kann nicht den ganzen Tag immer sitzen, das geht mir auf den Hintern. Muss auch mal stehen. Ich möchte aber auch nicht hinweg, weil die Arbeit macht mir hier Spaß. Das ist mein Traumjob, die Firma. Ja, dann habt ihr vielleicht die Möglichkeit, auch meine Informationen zu stehen und auszuhelfen. Dann sage ich jetzt mal, die Kollegin sagt dann zum Beispiel, ach Mist, Samstag ist das Fußballspiel von meinen Jungen abends 18 Uhr. Und dann muss ich ja arbeiten. Dann kannst du zum Beispiel hinkommen und sagen, du möchtest für dich was ändern? Ja, ist doch super. Geh doch dahin. Ich übernehme für dich. Wir machen 20, 30 Minuten Übergabe. Und dann mache ich dann die nächsten 3, 4 Stunden dann die Information für dich. Und du kannst in Ruhe dahin gehen. Dann hast du schon mal was geändert. Du kommst in einen neuen Bereich rein. Das ist jetzt nur ein Bereich, wenn ich jetzt alle Bereiche aufzählen würde, wird das Video unendlich lang gehen, möchte ich aber nicht. Dann hast du das gemacht, die Kollegin ist damit einverstanden, und du hast zum Beispiel die Abendschicht übernommen. Und du hast das super gemeistert, du hast kein Minus in der Kasse, du hast keine schlechte Rezession, also du hast gar nichts. Du hast vielleicht sogar ein Lob, weil du es total toll gemacht hast, als Anfänger, Quereinsteiger in dem Bereich. Und die Kollegin, die kommt dann wieder. Und ist dann so dankbar, weil hätte sie nicht mit gerechnet. Warum auch? Weil du kommst gar nicht aus dem Bereich, du kommst ja nur aus der Kasse. Und dann wird sie sagen, gut, wenn ich jetzt mal Unterstützung brauche, dann hole ich dich mal gerne zu mir. Und wenn du dann irgendwann sagst, ich kann gar nicht mehr Leute sitzen, dann heißt es, ja, müssen wir mal schauen. Dann fällt vielleicht eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter von der Information weg, weil der krank ist dauerhaft. Urlaub oder gekündigt hat, weil er vielleicht weggezogen ist, weil er vielleicht einen anderen Arbeitgeber gefunden hat. Und dann ist da eine Stelle zu besetzen. Dann klingelt bei dir die Alarmglocke hier oben da und du sagst, ich möchte beruflich etwas ändern, aber ich möchte in der Firma bleiben. Dann gehst du dahin und sagst, oh, stellst am besten so wie ich immer gemacht habe, deinen Fuß in die Tür, dass die auch gar nicht zugeht und sagst, hier bin ich will, ich kann. Und ohne dass überhaupt schon mal die Stelle ausgeschrieben ist. Nimm mich jetzt, ich unterschreibe jetzt sofort. Und dann hast du die Stelle. Klar, es klingt einfach jetzt, aber es ist realistisch. Umso mehr du machst, umso besser kannst du dich verändern beruflich. Ganz einfach, weil du mehr angenommen bist. Das ist ganz wichtig. Und das wollte ich dir damit erklären.